Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 8 der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und im Mittelpunkt steht heute das Buch des schwedischen Autors Per Olof Enquist, Der Besuch des Leibarztes, 1999 auf Schwedisch herausgekommen, 2001 auf Deutsch, übersetzt von Wolfgang Butt. Wir machen heute also einen riesigen Schritt aus der Zeit des Manierismus um 1600, Shakespeare-Zeit, in die Zeit der späten Aufklärung zu einem Arzt aus Altona, Johann Friedrich Struensee, der Leibarzt des dänischen Königs geworden ist, der viele, viele Reformen ganz rasch in Dänemark auf den Weg gebracht hat und dann von den konservativen Kreisen verfolgt wurde, schließlich hingerichtet wurde, 1772. 4 Jahre vor der amerikanischen Revolution, 17 Jahre vor der französischen Revolution. Ein Buch meisterhaft erzählt, ausgezeichnet mit mehreren Preisen, inzwischen verfilmt, ausgezeichnet mit dem Deutschen Bücherpreis für internationale Belletristik 2002. Und ich muss sagen, ich kenne niemanden in meiner Bekanntschaft, der dieses Buch nicht liebt. Es ist ein wunderbar geschriebenes Buch. Zunächst ein bisschen etwas zum Autor. Per Olof Enquist, P.O. Enquist, geboren am 23. September 1934 in der Gemeinde Skellefteå, gestorben am 25. April 2020 in Vaxholm, ein schwedischer Schriftsteller und Journalist. Der Vater, ein Sozialdemokrat, der ist schon gestorben, als Per Olof Enquist 1 Jahr alt war, ein ganz einfacher Arbeiter, ein Stauer, im Winter hat er als Holzfäller gearbeitet. Und so wuchs Per Olof Enquist bei seiner Mutter auf, im Dorf auf, die Witwe war Dorfschullehrerin, Anhängerin der Volkspartei und der Pfingstbewegung angehörte. Bis zum Jahr 2000 waren ja alle Menschen, die in Schweden geboren wurden, automatisch Mitglied der evangelischen Kirche und sie gehörte nun schon auch einer rigiden Gruppierung der evangelischen Kirche an. Der Autor hat seiner Mutter einen Roman gewidmet, Louis Reise. Ja, er hat sie sehr geliebt, aber diese Enge in dem Dorf hat ihm auch als junger Mann schwer zu schaffen gemacht. Er hat dann seine Schulzeit in einem Internat absolviert, dort sein Abitur gemacht und dann Literaturwissenschaften an der Universität Uppsala studiert von 1955 bis 1964. Im ersten Studienjahr hat er zusammen mit Lars Gustafsson in einer Wohnung zur Untermiete gewohnt, ein Autor Lars Gustafsson, den ich auch sehr verehre. Das Studium hat er mit einem MA beendet und wurde dann Lizenziat, hat es mit 1966 diesen akademischen Grad, der zwischen Master und Doktor liegt, erworben. Er hat schon im Jahr 1961 seinen ersten Roman herausgebracht, kurz nach seiner Heirat mit Margareta, einer Jugendfreundin aus der Gymnasialzeit. Aus dieser Ehe stammen 2 Söhne, Mats und die Tochter Jenny, geboren 1961, 1968. Dann hat er eine Förderung des DAAD bekommen als Schriftsteller und von 1970 bis 1971 mit seiner Familie in West-Berlin gelebt. Enquist hat immer Literaturkritiken geschrieben, war Kolumnist für Zeitungen, auch Fernsehmoderator. Er war also Medien gewohnt und medienversiert
und hat zum Beispiel 1972 aus München von den Olympischen Sommerspielen berichtet und über die Geiselnahme von München. Im selben Jahr ist er dann mit seiner Familie nach Los Angeles gereist und hat dort an der University of California, Los Angeles, eine Gastprofessur inne gehabt. Er hat Theaterstücke geschrieben, ein Theaterstück, Die Nacht der Triaden, das in 30 Sprachen übersetzt und über 300 Mal inszeniert wurde. Weitere Theaterstücke sind gefolgt. 1978 wurde dann seine Ehe geschieden. Enquist hat eine Dänin geheiratet, Lone Bastholm, die Chefdramaturgin am Königlichen Theater. Er hat dann von 1978 bis 1993 in Dänemark gewohnt, außer in den Jahren von 1986 bis 1988, wo das Ehepaar in Paris wohnte. Die Mutter war Kulturattaché an der dänischen Botschaft. Enquist war viele Jahre seines Lebens alkoholabhängig. Und schließlich hat er es 1989 geschafft, vom Alkohol loszukommen. Das hat gedauert bis ins Jahr 1990, wurde dann ein Totalabstinenzler und es konnte ein anderes Leben beginnen. Er hat es auch in einem autobiografischen Werk geschildert. Seit 1977 war er freier Schriftsteller und hat viele Jahre auch, gerade die letzten Jahre seines Lebens, dann noch in Stockholm gearbeitet. Er ist im April 2020 nach längerer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben. Seine Bücher sind gekennzeichnet durch eine melancholische Weltsicht. Die Einschränkungen, die ihm dieser strenge evangelische Glaube, der Pietismus bzw. die freikirchliche Lebensweise aufgedrängt haben, das hat ihn sehr, sehr stark geprägt. Und das hat er dann auch geschildert in dem Buch Ein anderes Leben, wo er seine Kindheit schildert in dem nordschwedischen Dorf und die Entstehung und Rezeption einiger Werke und auch an seine Alkoholkrankheit. Das ist ein sehr erschütterndes autobiografisches Werk, zu dem ich mich nicht entschlossen habe für diese Reihe, sondern eben für dieses Buch. Der Besuch des Leibarztes, das einfach ein historisches Geschehen aus der Zeit der späten Aufklärung schildert und einfach wunderbar geschrieben ist. Er hat dann auch noch ein Buch geschrieben über Mesmer, also den Magnetiseur Franz Anton Mesmer, der fünfte Winter des Magnetiseurs. Alle Bücher sind eigentlich wunderbar lesbar und gehören zur großen Literatur, zur großen schwedischen Literatur der Moderne. Ist mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem eben, wie gesagt, mit dem Deutschen Bücherpreis für internationale Belletristik für diesen Roman. Dann 2003 mit dem Nelly-Sachs-Preis. 2009 hat er den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur bekommen. Und er ist wirklich als berühmter Autor gestorben. 2010 den Nordischen Preis der Schwedischen Akademie. Und zu seinem 70. Geburtstag stifteten 2005 die internationalen Verlage, die ihn verlegt haben, den Per Olof Enquist-Preis für Nachwuchsliteraten von europaweiter Ausstrahlungskraft. Der Besuch des Leibarztes, 2001 in deutscher Übersetzung von Wolfgang Butt erschienen, schildert nun die Ereignisse aus den 70er, um 1770 herum am dänischen Hof.
Am dänischen Hof regierte damals, oder was heißt regieren, war eingesetzt Christian der Siebte, ein geisteskranker dänischer König, wie wir es um diese Zeit einige auf den europäischen Thronen haben. Christian wurde in seiner Kindheit misshandelt und geschlagen, und es ist die Frage, ob nicht aus dieser Misshandlung dann auch einiges an seinen späteren Krankheitssymptomen zu erklären ist. Mit 16 Jahren wurde er Thronfolger. 2 Jahre später heiratete er eine britische Prinzessin, Caroline Mathilde, die 3 Jahre jünger war, also er war 18, sie 15. Er hat nur einmal den Beischlaf mit seiner Gattin vollzogen, woraufhin sie schwanger wurde, und 1768 einen Jungen zur Welt brachte, den späteren Friedrich den VI. Christian, der nun auch theaterbegeistert war und literaturbegeistert, hat 1768 eine Reise durch Europa geplant, und man hat ihm zur Begleitung den Altonaer Arzt Johann Friedrich Struensee gegeben, der ihn ja behüten sollte als sein Leibarzt. Und diese Reise hat dann gedauert von Mai 68 bis Januar 69. Er war in London, er war in Paris, er hat die Enzyklopädisten um Voltaire und Diderot kennengelernt, also die großen Aufklärer der Zeit. Und in diesem Jahr konnte Struensee das Vertrauen des Königs gewinnen und bekam dann nach der Rückkehr des Königs in Dänemark eine Aufgabe als Konferenzrat, nämlich die Dekrete des Königs sprachlich zu bearbeiten, damit er sie dann anschließend, der König anschließend zeichnen konnte. Das hat zur Folge gehabt, dass Struensee sehr frei diese Gesetze, die Dekrete bearbeitet hat, und zwar wirklich sehr frei im Sinne der Aufklärung, was Gegenspieler am dänischen Hof hervorgerufen hat. Die alte Aristokratie, wichtig auch in dem Roman, sein Gegenspieler Guldberg. Und diese sprachliche Bearbeitung ist für ihn zu einem Mittel geworden, um Reformen auf den Gang zu bringen. Er hat bis in die letzte Zeit dann weit über 600 Dekrete erlassen. Er wird dann sogar zum geheimen Kabinettsminister ernannt und kann dann selbstständig Gesetze ohne die Zustimmung des Königs erlassen. Er hat sich eingesetzt für die Abschaffung der Folter, für die Gedankenfreiheit und eine Schulreform in Dänemark. Er hat Reformen am Heer unternommen, eine ganze Reihe von Reformen, die auf Widerspruch stießen. Und dann hat es das Schicksal gewollt, dass er sich verliebt hat in die Gemahlin des Königs und dass eine Liebesbeziehung zwischen den beiden entstand. Am 26. September 1770 reiste das Königspaar in Begleitung von Struensee nach Ascheberg, und dort in einer Hütte, die eigentlich erbaut worden war, um einmal den Philosophen Rousseau zu beherbergen, der aber nie kam, kam es zum ersten Liebesakt, und daraus ist dann eine große Liebe zwischen den beiden entstanden. Am 6. Februar 1771 gesteht ihm die Königin, dass sie schwanger ist, und sie bringt dann im Juli 1771 ein Mädchen auf die Welt, das mit dem Namen Luisa Augusta getauft wird. Struensee wird immer mächtiger, und schließlich beschließen die konservativen Kreise, dass das so nicht weitergehen kann. Sie ärgern sich auch über die Liebesgeschichte mit der Königin. Es gilt, die Ehre des Königs wiederherzustellen. Man will Struensee beseitigen, und das gelingt ihnen auch.
Ein gefälschter Umsturzplan wird auf den Weg gebracht. Angeblich wollte Strunse den König stürzen. Und Guldberg mit der Königin Witwe Juliane von Braunschweig-Wolfenbüttel und Graf Rantzau bilden ein Komplott, um Strunse zu stürzen und auch die Königin, und das gelingt ihnen auch. Strunse und sein Gefährte, ein Theatermann und Flötist namens Brandt, werden am 17. Januar 1772 verhaftet. Strunse unterzeichnet dann am 25. Februar 1772 sein Geständnis, nämlich dass er ein intimes Verhältnis mit der Königin hatte. Die Königin muss Dänemark mit ihrer Tochter verlassen, zieht nach Celle in ein Schloss ihres Bruders Georg des Dritten, wo sie noch 3 Jahre leben wird. Christian erkennt zwar Luise Augusta als ein erbberechtigtes Kind an, aber er lässt sich von Caroline Mathilde scheiden. Am 28. April 1772 wird Strunse auf dem Schafott hingerichtet. Und nun ist Guldberg Staatsminister und der eigentliche Machtinhaber in Dänemark. Und er beendet sehr rasch die Revolution. Zitat: Es dauerte nur ein paar Wochen, dann war alles wieder beim Alten oder noch Älteren. Als seien seine 632 revolutionären Dekrete erlassen in diesen 2 Jahren, die die Struensee-Zeit genannt wurden, als seien sie Papierschwalben, von denen einige gelandet waren, während andere noch dicht über dem Erdboden schwebten und in der dänischen Landschaft noch keinen Platz finden können. 1784 wird dann auch Guldberg in einen Putsch gestürzt. Der 16-jährige Königssohn übernimmt die Macht, als Kronprinz regiert und pro Kronprinz Regent und regiert dann ab 1808 Dänemark. Er setzt mehrere liberale Reformen um, so zum Beispiel bereits 1788 die Abschaffung der Schollengebundenheit und Leibeigenschaft, etwas, was auch Struensee eben am Herzen gelegen ist. Die Tochter Struensees und der Königin heiratet später Friedrich Christian von Augustenborg. Sie hat 3 Kinder. Eines davon, Caroline Amalia, wird später 1839 Königin von Dänemark. Und nun schildert Per Oluf Enquist meisterhaft, nach großen Recherchen, die er angefangen hat für diesen Roman, die Hauptpersonen, die historischen Personen, die in diesem Roman eine Rolle spielen. Eben den König Christian VII., ein alter Mann, sehr klein, abgemagert, mit eingefallenem Gesicht, und seine brennenden Augen zeugen von seinem kränklichen Geisteszustand. Spastische Zuckungen ereilen ihn immer wieder. Und Christian, der eben schon früh glaubt, verwechselt worden zu sein als Kind, in Wirklichkeit sei er ein Bauernsohn, der im Alter von 5 Jahren eine Theateraufführung sieht und nun glaubt, dass er selbst sich in seinem Leben in einem großen Theaterstück befinde und dass es darum gehe, diese Rolle so gut wie möglich zu spielen. Er hat Schwierigkeiten, was das andere Geschlecht angeht, und nur eine Prostituierte namens Anna Katharine kann ihm helfen, und bei ihr trifft er auf Zuneigung und Verständnis. Seine Frau Caroline Mathilde kommt an den dänischen Hof mit 15, fühlt sich allein, einsam, wird von Christian meistens ignoriert, der Angst vor ihr hat. Und dann tritt Struensee in ihr Leben und gibt ihr Hoffnung. Und sie
will eine Beziehung zu diesem Arzt. Die ist sehr intelligent und es entwickelt sich auch eine Beziehung zwischen ihnen, die intellektuell auf einer Ebene geführt wird. Struensee, geboren 1737 in Halle, ein erfolgreiches Medizinstudium, zeichnet sich aus in der Behandlung von Pocken, eröffnet eine Arztpraxis in Altona und wird eben der Leibarzt Christians des Siebten. Gehört von Anfang an den Mitgliedern der großen Aufklärung an, muss ein freundlicher, schweigsamer und zuhörender Mann gewesen sein. Wie Enke schreibt, einer der ersten, die Zahncreme benützten. Er wird Vertrauter des Königs, Alleinherrscher und erlässt insgesamt 633 Verordnete in nur 2 Jahren, 1770 bis 1772. Und dann gibt es noch den großen Gegenspieler Guldberg, Sohn eines Leichenbestatters aus Horsens, der Professor mit 30 an der Akademie Sorö wird. Ursprünglich war er als Privatlehrer für Christians Halbbruder nach Kopenhagen geholt worden. Ein kleiner Mann, ein Zwerg, wie es heißt, kindlich, 1,48 groß, ja, auch ein, wie Enquist ihn schildert, ein bösartiger Zwerg. Und so kommt es nun zu einem dramatischen Geschehen an dem Königshof in Dänemark. Innerhalb von weniger Jahren wird das Leben umgestaltet und die sexuelle Beziehung von Struensee zur Königin wird vollzogen in einer einfachen Hütte im holsteinischen Ascheberg. Eine Hütte, die der Aufklärer Graf Rantzau inmitten seines Parks hat errichten lassen, eben für Rousseau. Ich habe es bereits erwähnt. Und in dieser Hütte kommen die beiden zusammen und die Königin animiert ihn auch mit Worten dazu, dass Struensee sozusagen das Buch aus der Hand fällt und sie ja, die Grenze des Verbotenen überschreiten. Ein fürchterlicher Frevel für die damalige Zeit. Einen Sommer lang kann sich dieses Liebespaar in einer paradiesischen Idylle erfreuen, sich ihrer sexuellen Erfüllung erfreuen, einem Traum erfüllen, einem Traum von einem aufgeklärten europäischen Staat, in dem Friede und Wohlstand herrschen. Ein Traum, der sehr schnell zu Ende geht. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Struensee ein Träumer ist, ein Idealist, ein Heiler, ein Arzt, aber eigentlich ohne wirkliche Verbindung zum Volk. Er schreckt auch immer vor zu nahen Begegnungen mit dem einfachen Volk zurück, kann damit nicht umgehen. Und er muss scheitern. Es ist der Traum einer besseren Welt, der für 2 Jahre gelebt wird und dann je ein Ende findet. Und eben dieses Buch ist deswegen auch so ein Buch, was so viele Menschen lieben, diesen Traum, dass sich die Welt, die Politik zu etwas Besserem ändern könnte. Ich lese Ihnen ein kleines Stück daraus vor, ein Gespräch zwischen dem König und Struensee, die auch den Ausschlag gibt, dann, dass sich Struensee der Königin nähern kann und wird. Es gab jedoch Augenblicke an diesem Arbeitstisch, die einen Moment der Furcht in sich trugen. Christian war von den stillen Spielen unter dem Tisch aufgetaucht. Er hatte sich auf die Tischkante gesetzt und Struensee betrachtet, nachdenklich, schüchtern, aber neugierig.
Die Perücke lag in einer Ecke, seine Kleider waren zerknautscht, er sah trotzdem oder deshalb lieb aus. Er saß nur dort und schaute, dann fragte er schüchtern, was Struensee schrieb und was er selbst anschließend unterzeichnen solle. »Majestät reduzieren gerade das Heer«, hatte Struensee da mit einem Lächeln geantwortet. »Wir haben keine äußeren Feinde. Dieses sinnlose Heer wird jetzt billiger und kleiner. Eine Einsparung von 16.000 Reichstalern im Jahr.« »Ist das wahr?« hatte Christian gesagt. »Haben wir keine äußeren Feinde?« »Es ist wahr. Nicht Russland, nicht Schweden und wir haben nicht die Absicht, die Türkei anzugreifen. Darin sind wir uns doch einig.« »Und was sagen die Generale?« »Die werden dann unsere Feinde, aber damit können wir fertig werden.« »Aber die Feinde, die wir am Hof haben?« »Gegen die«, hatte Struensee mit einem Lächeln gesagt, »ist es schwer, diese sehr große Armee zu benutzen.« »Das stimmt«, hatte Christian mit großem Ernst darauf erwidert. »Wollen wir also die Armee verkleinern?« »Ja, das wollen wir.« »Dann will ich es auch«, hatte Christian mit unvermindert großem Ernst gesagt. »Nicht alle finden das gut«, hatte Struensee noch hinzugefügt. »Aber Sie finden es gut, Dr. Struensee.« »Ja, und wir werden noch viel, viel mehr tun.« Da hatte Christian es gesagt. Struensee sollte es nie vergessen. Es war erst ein Monat vergangen seit dem Augenblick, in dem ihm das Buch aus der Hand gefallen war und er die Grenze zu dem Verbotensten überschritten hatte. Christian hatte sich dicht neben ihn an den Tisch gesetzt. Die fahle Oktobersonne hatte ins Zimmer geschienen und Vierecke auf den Fußboden gemalt, und da hatte er es gesagt. »Dr. Struensee«, hatte Christian mit leiser Stimme gesagt und so ernst, als sei er nie der wahnsinnige Junge gewesen, der mit seinem Negerpagen und seinem Hund unter dem Kabinettstisch spielte. »Dr. Struensee, ich bitte Sie inständig, die Königin ist einsam. Nehmen Sie sich ihrer an.« Struensee war erstarrt. Er hatte die Feder niedergelegt und nach einer Weile gefragt, »Was meinen Sie, Majestät? Ich verstehe Sie nicht richtig.« »Sie verstehen alles. Nehmen Sie sich Ihre an. Diese Bürde kann ich nicht ertragen.« »Wie soll ich das verstehen?« »Sie verstehen alles. Ich liebe Sie.« Darauf hatte Struensee nichts erwidert.